Was finde ich vielleicht nicht so gut? Was würde ich heutzutage anders machen? Also fangen wir an. Hier vorne sieht man einen Schalldämpfer. Was bedeutet das? Natürlich, die Waffe hatte ein Mündungsgewinde. Und Mündungsgewinde würde ich jedem empfehlen, direkt mit der Waffe zu kaufen. Also kauft euch keine Waffe, die noch kein Mündungsgewinde hat. Denn Fakt ist, wenn ihr irgendwann mal das Bedürfnis habt, ein solches Mündungsgewinde nachträglich draufschneiden zu lassen, dann ist die Waffe einige Wochen weg und es kostet einige hundert Euro. Denn wenn ein spanabhebendes Verfahren in einem der wesentlichen Waffenteile erfolgt, dann muss es neu beschossen werden. Und das kann eben zu einer Verzögerung führen, wobei auch eine Verzögerung resultiert, wenn man eben einen Termin beim Büchsenmacher braucht, die ja immer sehr, sehr ausgelastet sind.